Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Im Rahmen der Serie Development Snacks möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der Hilfe des Tools ngog euren Localhost nach außen freigeben könnt. Viel Spaß dabei! In einem der letzten Videos haben wir unsere erste eigene ASP.NET Core API entwickelt, welche wir mit Postman auch auf dem Localhost getestet haben. Wenn wir nun die API nach außen freigeben wollen und zum Beispiel mit anderen Geräten auf die API zuzugreifen, dann kann ich euch das Tool ngrok empfehlen. Auf der Webseite ngrok.com können wir das Tool, welches neben einer kostenlosen auch in einer kostenpflichtigen Version zur Verfügung steht, herunterladen. Dazu klicken wir oben auf Download und kann dann über Download for Windows die passende Version herunterladen. Ihr könnt natürlich auch das Tool für ein anderes Betriebssystem herunterladen. Wir müssen nun die ZIP-Datei entpacken und an einem beliebigen Ort auf der Festplatte speichern. Anschließend öffnen wir die Kommandozeile, eine PowerShell oder auch den Windows Terminal und navigieren zu diesem Ort. Spätestens jetzt solltet ihr eure API starten und euch den passenden Port merken. Gebt nun den folgenden Befehl in den Terminal ein. Der Port sollte dabei natürlich eurem Port entsprechen. Nun können wir wieder Postman starten und wir können nun über die angezeigte ngrok.io-Adresse auf unsere API zugreifen und das von überall auf der Welt. In diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ihr mit Hilfe von ngrok eure lokale API nach außen öffnen könnt. Natürlich dient das Tool nur zur Evaluierung eurer API und für eine Produktion solltet ihr euch eine andere Option überlegen, wie zum Beispiel Azure. Seid doch auch beim nächsten Video wieder mit dabei!